Er ist frauenfeindlich, er ist rassistisch, er ist homophob. Deutschrap ist gerade mega angesagt und Millionen, insbesondere junge Menschen, feiern die Musik. Aber die gewaltverherrlichenden und sexistischen Texte bieten auch ordentlich Zündstoff für Diskussionen. Unter dem Hashtag UnHateWomen setzten Tausende im Netz ein Zeichen gegen frauenfeindliche Hate Speech. Wir haben in der Region nachgehört, was die Menschen dazu denken. Es ist Kampfgeschrei, was nachts aus unserem Schlafzimmer dringt. Weil dank mir in deinem Kleid gel. Nee, das möchte ich nicht weiterlesen. Baller der Alten die Drogen ins Glas, Hauptsache Joe hat seinen Spaß. Wenn du sowas liest, das ist ja schon sehr frauenfeindlich, frauenverachtend. Hast du da Probleme mit oder sagst du, nee, kein Problem, ich höre die Musik trotzdem? Ganz ehrlich, ich höre die Musik trotzdem. Du bist eine Fotze, die nach zwei Bildern schon auf der Theke tanzt. Also laber uns nicht voll mit deinem Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Am Beispiel von Finch Asozial und MC Bomber soll ausgedrückt werden, dass sie nicht Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie nicht an diesem Konsens teilnehmen. Wohlgemerkt aber nur die Kunstfiguren natürlich, denn die beiden sind gut situiert, stehen normal im Leben, sind Studenten. Wie sie privat zu Frauen stehen, können wir vorerst nicht wissen. Ich glaube, Sprache ist nicht getrennt von Gewalt oder Sprache ist nicht Nicht-Handeln. Es ist nicht so, dass es einerseits Sprache gibt und dann gibt es das Tun, sondern Sprache ist auch eine Art des Tuns. Also wenn eine Frau zu mir in die Beratungsstelle kommt und sagt, ich werde durch meinen Partner oder Ex-Partner gedemütigt, beschimpft, beleidigt, bedroht, dann ist das nicht Sprache im Gegensatz zu Tun, sondern dann ist es eine Form von Gewalt, nämlich eine verbale oder psychische Gewalt. Ich finde, manche Texte sind schon sehr krass und sehr, gegenüber Frauen sehr frauenfeindlich, beleidigend mitunter. Ich find's asozial und unter aller Würde. Die Bitch muss bügeln, muss sein, wenn nicht gibt's Prügel, muss sein, Kurde und Mayo, Charlie Sheen. Was denkst du, wenn du so ein Zitat liest? Auf jeden Fall eigentlich nichts Gutes. Also ich mag einfach solche Begrifflichkeiten nicht. Wie definiert sich die Rolle der Frau in Rap-Songs? Die Frau wird dem Mann natürlich untergeordnet. Sie hat dem Mann Folge zu leisten, dem starken Mann vor allem. Es geht ganz viel um die Sexualität der Frau, die dem starken Mann, also dem richtigen Mann, auch zu Recht ausgeliefert ist. Dann gibt es auch die Frauenbilder, die Frauen primär einfach als Opfer von Gewalt darstellen. Dadurch, dass eine Frau Opfer von Gewalt wird, wird ein Schockeffekt erzeugt, es wird ein Tabu gebrochen. Frauenhass ist keine Sache, die den vermeintlich anderen passiert, denen, die die falsche Musik hören oder denen, die zum falschen sozioökonomischen Milieu gehören oder denen, die irgendeine Art von Migrationsgeschichte mitbringen, sondern Frauenhass strukturiert unsere Gesellschaft. Das ist kein Problem von Deutschrap spezifisch.